Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuel Gleitner aus dem verregneten Mittelwestdeutschland, kann man so sagen, ne? Ja. Und ich freue mich heute, euch herzlich begrüßen zu können und meinen kranken Kollegen Flexi am Start zu haben. Hallo, einen schönen Tag auch an mal Daniel. Ja, krank im Kopf und auch im Geiste. Oder nee, ist ja dasselbe. Ja, ich bin etwas, wie kann man sagen, nicht coronasiert. Ich bin etwas, ich habe eine Trennerkältung, aber ich bin vollgeschossen mit Paracetamol und so. Ich denke mal, wir werden das irgendwie hinkriegen, hier noch durchzuflowen. Deswegen verzeiht mir den ein oder anderen Huster. Ich versuche das nebenbei immer mal zu cutten, auszublenden. Aber mal schauen. So. Herzlich willkommen bei unserem Pumping News. Und wollen wir direkt losflowen? Sehr gerne. Sehr gerne. Da gab es von Kevin Wolter ein Video, das hieß 5 Liter Fett im Hintern. Drei Bodybuilder reagieren entsetzt auf Fake-Hintern. Und wir lassen das jetzt einfach mal laufen. Das, also man sieht hier schon eine, also für unsere Podcast-Zuhörer, man sieht hier eine Frau mit ziemlich großen Mopsanteilen in der Brust. Und eigentlich alles ziemlich, Manni, wie würdest du sie beschreiben? Eine Halslose. Oder wie Simon Teichmann sagen würde, fett. Ja, komm, wir lassen laufen. Warte mal, die will noch einen größeren Arsch. Guck dir den Arsch an. Die will noch einen größeren Arsch haben. Ja, wenn das sie das nicht verstehen, ne? I have broken chairs with my bar. I have broken beds. I have broken people with my bar. Die ist so fett. Die fett sind alles zerbrochen. Stühle. Ja, wirklich, ja. Krass, ja. Aber hübsch. Oh, nicht hübsch. Pass auf, sie hat quasi sich Fett angefressen, damit sie ihr Fett, wo sie sich angefressen, das Fett, was sie angefressen hat, hat sie sich in den Arsch wieder geben lassen. Die sah doch mal ganz gut aus. Ist sie dumm oder so? Ja, sicher, ja. Wie sagt es auch nochmal? Also sie hat sich das ganze Fett in den Arsch packen lassen. Das war ja noch nicht genug. Also hat sie noch mehr Fett zugenommen, um noch mehr Fett in den Arsch zu packen. Genau. Was sind das für Ärzte, Mann? Das sind Amerikaner, die machen alles, was du willst. Hab ich noch ein Bild nochmal von ihr. Aber hier sieht man sie nochmal. Ah, wer findet denn sowas ästhetisch? Die Frage ist, du, kannst du das eigentlich? Kannst du beliebig einfach, ja doch, ne? Natürlich, aber das Fett, wenn du Geld kann, hast. Muss ja irgendwo dann anhaften, Alter. Kannst du eigentlich einfach Fett da rein, war ekelhaft. Eigentlich müsste das absterben, das Fett. Oh, ich stelle mir das wie Gehacktes vor. Wenn ich das gute Rindergehacktes mit Schweine vermische, das packt ja auch irgendwie aneinander an. Das Krasse ist halt nur, dass sie komplett die Ästhetik verloren hat. Ne? Nur weil der das Fett wieder aus den Armen und aus dem Rücken absaugt, hat die ja trotzdem noch so ein alles andere halt Fett. Ah, die hatte vorher eigentlich ein hübsches Gesicht. Also wow, ja. so ein, ich wichs mir bitte, komm zum Bukake vorbei, Jungs, und macht mich voll Gesicht. Ja, genau. Ja. Aber jetzt, Gut umschrieben für den Podcast. So ein Gesicht ja, hat die. Ja, so genau so ein Gesicht hat die, meine junge Zuhörer-Fuchsschaft. Boah. Ich gucke arrogant, aber werde heimlich gehänselt, das macht mich fertig. So, geh mal, wollen wir gleich weitergehen? Ein Like gab es auf den guten Kevin Wörter. Kurzes Off-Topic, ich hatte es dir ja schon erzählt, ich hatte die Tage wieder Kontakt mit einem eBay-Käufer. Und dieser, ich hatte dann noch eine Stunde lang mit dem gesprochen. Und er meinte dann irgendwann, ja, ich wurde auch früher häufiger verprügelt. Denn erstmal ein dickes Lob an mich. Wie vertrauenswürdig sehe ich bitte aus, dass jemand aus eBay mir sowas erzählt? Und dann dachte ich mir direkt, ah jo, fuck, jetzt sehe ich es auch. Oh Mann, ey. Zu Recht. Ey, war echt krass. Ich habe das gestern meinen Kollegen erzählt und die haben auch gesagt, alter Schwede, wie kommst du in so eine Situation? Ich hatte auch mit Stefan, hat auch letztens gesagt, ey, er hat auch wieder einen Artikel bei Kleinanzeigen drin und die Leute fucken ihn schon wieder so ab. So mega nervig, was die für Fragen stellen oder so, wie sie deine Zeit verschwenden. Bah. Ich habe bei sowas ja oftmals Glück. Zum Beispiel, ich hatte da so ein altes Fahrrad mit der Spraydose lackiert und ich war echt angepisst, wie kacke das ausgesehen hat. Ne? Ach, du Typ. Und dann kam einer vorbei und sagte einfach nur, boah, krasse Farbe. Und dann, ja. der Preis ist auch 100 Euro mehr aufgrund der hohen Nachfrage. Ja, sehr gerne.
Nimm mein Geld. Nimm mein Geld, ich hab zu viel. Was man echt, was man mit Leuten für Geld verdienen kann, wo der normale Menschenverstand sagt, ey, so ein Müll. Und die konsumieren das trotzdem. Das ist Wahnsinn. Ja. Gab es da mal so ein, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf jetzt komme, ob ich da mit Freunden darüber gesprochen habe oder ob das Hau wirklich einfach so raus. passiert ist. Wenn du bei eBay etwas zum angemessenen Preis oder gar sogar günstigen Preis inserierst, läufst du Gefahr, dass die Leute das nicht kaufen, weil sie sich verarscht fühlen. Hingegen, wenn du total den horrend teuren Preis da drin hast, denken die Leute, es wäre Ja. irgendwas Besonderes. Ja, genau. Das ist ja wirklich so. Du musst es schon teurer verkaufen, weil sonst denken, oh, billig Mist, da kauft man dreimal oder zweimal. Ja, du musst ja richtig teuer verkaufen, die Scheiße. Komm, wir machen weiter. Mich Das trennt das läuft schon aber auch wieder. genauso mit Frauen, ey. Wenn du erzählst, dass du der übelste Fuckboy bist und im Grunde genommen übelst Angst vor AIDS hast, weil du ständig die Partnerin wechselst, dann hast du wahrscheinlich die nächste schon wieder in der Hand, weil die sagt: Oh mein Haben Sie denn schon positive Erfahrungen damit gemacht? Gott! Keine Ahnung. Aber es ist ja wirklich so, sobald du weil man so eine Scheiße erzählst, dann ist direkt die Nachfrage wieder ganz hoch. Wenn du hingegen sagst, ach herrje, irgendwie ich finde nicht die richtige, dann ja, das Ja, glaube aber ich so. Tschüss. solange sich die Blutspende bei mir nicht meldet, denke ich mal, ist alles okay. Ja, da hast du recht, das ist übrigens klug, sparst dir wieder Geld. Ja, genau, das ist sehr klug. Geht zur Blutspende, wenn ihr verhurte kleine Füchse seid, geht zur Blutspende. Und jetzt kommen wir zu einem Video, die Chance deines Lebens. Das erinnert mich irgendwie an was anderes von letzter Woche, was wir hatten in der Show. Ich bin dein Coach. Das könnte natürlich, von Görki könnte auch natürlich eine Drohung sein, Leute, aber Görki, wir lassen mal einfach mal da laufen. Fernsehsender begleiten lassen. Das heißt, es wird ein regelmäßiges Update sogar im TV geben. Der TV-Sender ist darauf aufmerksam geworden, weil sie es gefeiert haben, was ich mit Finn, Sören und Joanna gemacht habe. Und dementsprechend ist es die Riesenchance, dass ihr nicht nur die Kontrolle und das Coaching von mir gewinnt, sondern natürlich auch noch im Fernsehen eine weitere Möglichkeit habt, ein bisschen Publicity zu ziehen. Und ich Sehe ich eigentlich mehr Drohung, oder? Weil wenn du ins Fernsehen kommst, finde ich jetzt so, weiß nicht. guck Also mal sie soll hier. weiblich So, sein. lieber Finn, jetzt löst du bitte deine Bauchspannung und opferst Stabilität zugunsten von einem Entenarsch. Und gleich werden wir noch Gewicht dazu stecken. Oh, komm, wir lassen mal jetzt einfach mal. Ja, Ah. ist das schon so eine kleine Ente? Ja. Ja. Ich gehe dein Training durch. Ja, Leute, falls ihr Bock habt, bewerbt euch, ihr müsst weiblich sein. Ich hab noch den Vorschlag gebracht, ich kenne jemand, der Heroin, ich kenne jemand, eine, die heroinsüchtig ist und im dritten Monat schwanger. Hat er überhaupt drauf zurückgeschrieben? Moment, wir gucken mal. Nee, ich kenne eine Drogensüchtige aus Berlin. Ich frage sie mal, ist auch im dritten Monat, habe ich geschrieben. Nee. Hat er nicht geantwortet. Vielleicht hat er mich auch schon wie Bilder blockiert. Was heißt So, wir? lieber Sören, wir könnten jetzt an viel effektivere Ach. Maschinen für dich gehen, aber stattdessen werden wir gucken, ob du mit der Kurzhantel 2,5 Kilo ein bisschen reinrudern kannst. Viel Spaß dabei. Naja, die Joanna, die guckt schon gut. Die guckt schon lieb. Also, Görki, mach dich doch mal weg. Zeig doch mal bitte mehr die weiblichen. Zeig doch mal deine Freundin und Joanna. Und am besten schaltest du die Soundspur stumm von dir und lässt die Mädels einfach reden. Ich würde das feiern, wenn die Mädels einfach mal seine Freundin gibt hier ihr Tipps und so. Als neue Rubrik. Ach komm, hier die Chance, aber ich weiß nicht, Fernsehen, RTL? Ich weiß nicht, was da, Sat.1? Ich denke mal Sat.1. Ja, ist alles Ja, denke ich Ente. auch. Und falls ihr euch fragt, was meine abschließenden Worte zu Joanna sind, so, liebe Joanna, du hörst jetzt einfach auf zu fressen und wirst deine Scheißausluke weiter in die Kamera halten und den Ausschnitt immens vergrößern und jetzt, ihr habt jetzt Fitness-Influencer. Viel Spaß. Oh ja. So. Und weitermachen. Jetzt kommen wir zu zwei hübschen Influencern. Ja. Da gab's was. Unser Garnico-Story war, fand ich jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Also, was heißt eigentlich gar nicht? Ich fand es nicht schlecht, wie sie erzählt haben, wie wir von klein aufgebaut haben, wie der Marcello durchgehalten hat, seinen Traum verwirklicht hat. Und dann kam das hier. Das irgendwie durch die Decke gegangen ist, auch gerade Produkttests, ja. Ich betone das immer wieder gerne. Wir hatten damals Produkttest-Videos, wo wir irgendwie 60, 70.000 Views drauf hatten. Und das waren halt echt Produkttests, ja. Das war jetzt nicht irgendwie, wie das heute der Fall ist, irgendein alberner Content. Aha, danke. Ein alberner Content.
Ich wusste nicht, was bei uns albern war. Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur vermuten, dass er da gegen uns da... Ja, dann, ich gebe dir einen Tipp, Benjamin. Sag doch mal, was du meinst. Und du redest doch immer gerne so viel Real Talk. Aber bei Matthias Clemens hast du keinen Real Talk geredet, wo er gesagt hat, was will der Garnikus mehr? Er ist nur 1,50 groß. Was will der Kleine mehr? Da hast du das abgestritten im Livestream. Wir sind cool. Du trittst auch nur nach unten. Mehr machst du nicht. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dislike. So. Warum sitzt eigentlich Danny im Kinderzimmer seiner Freundin? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ne? Aber heute hat er keinen Lippenstift. Ne, heute hat er keinen Lippenstift auf. Das gefällt mir. Ja, einfach machen lassen. Ich sag dir, wenn angenommen, wir hätten jetzt 100.000 Klicks drauf und hätten seinen Garnikus-Booster, also jetzt in diesem Dings, in dieser Booster-Review, übelst krass gefeiert, auch mit Witz, hätte er gesagt, hey, die Jungs davon, die haben das übelst geil gemacht. Und er ist auch einfach nur jemand, der auf die Klicks aufspringt. Das war auch damals mit den Roswitha Röso, wo er ihn übelst gefeiert hat. Wenn das keiner ihn beachtet und geschenkt hätte, wäre er genauso. Irgendwann mache ich dir eine Collage. Team Garnikus, mache ich euch eine Collage in euren Falschaussagen die, und stelle das alles komplett gegenüber. Aber das mache ich dann, wenn wir auch so 20.000, 30.000 Klicks auf irgendwelche Videos haben, dass es auch jeder sieht. Und das ist so mein Dankeschön an euch. Einfach nur mal so. Einfach mal. Das mit der Gym Nutrition und so. Und dass du mich auch auf Instagram die Stories blockiert hast, obwohl ich dir nie schreibe, dass ich die nicht mehr sehen kann. Obwohl ich nie auf irgendwas eingehe, zeigt schon, sagt schon viel über eine Persönlichkeit aus. Also Grüße gehen raus. Und bash nicht mehr so viel den Simon Teichmann. Das ist nämlich auch eigentlich unlauterer Wettbewerb. Peng. Ist halt, also einfach mal den Mund halten, würde ich sagen. Ja, so. Und klaut nicht so viel bei Simon Teichmann. Übrigens, wenn wir den Garnikus, also ohne Scheiß jetzt, wenn wir den Garnikus Booster testen würden, in dieser jetzigen Produktreview, die wir machen, und wir sind ja, wir wollen ja, dass es praxisnah ist und nicht auf Science-Homo-Base, wie die ganzen verhurten YouTuber immer so machen. Science ist für mich verhurt geworden, oder? Seit so einer Wolf-Story, oder? Ich kann es mir nicht mehr angucken. Jetzt kommt immer drauf an, wer und wie darüber redet, aber es hat so einen übelsten Nachgeschmack, finde ich jetzt. Weißt du auch warum? Nein. Im Endeffekt ist Science, ne, du kriegst so dargelegt, was so das Produkt kann und so, ne, und es sollte ja eigentlich recht realistisch sein. Und du weißt, was ich meine ungefähr, ne? Also es sollten keine falschen Versprechungen gemacht werden aufgrund von diesem Science. Ach ja, wie mit dem Vitamin C von Galenicus, wo sie mit dem falschen Dings geworben haben. Hey, das packe ich dann auch noch mit rein. Oh, das wird eine richtig geile Zusammenstellung. Habe ich alles auf dem PC noch. Ja, erzähl weiter. Ja, und dann ist es halt immer noch ein Nahrungsergänzungsmittel, ne? Also wenn das Nahrungsergänzungsmittel dich echt so krass nach vorne bringen würde, wie es halt oftmals die Science verspricht, Junge, dann wird keiner mehr krank, so. Das ist auch, man kann es eigentlich gleichziehen mit Amazon Fake-Bewertung. So ein bisschen. Dir wird auch was anderes versprochen, als es ist. Und ich finde so jetzt als normaler Pumper, also so wie wir das sind, als normaler Sportler, uns interessiert das doch nicht. Was ist da drin in dem Produkt? Es muss sich halt abholen, es muss halt Spaß machen. Aber wir werden euer Produkt nicht testen. Wenn du so guckst, Alter, was wir manchmal eine ordentliche, richtig getimte Ladung Kohlenhydrate vor dem Training für den Pump gibt. Oder auch Wassermelone. Kohlenhydrate. Ja, dann müsstest du sagen, hast du mal Wassermelone Kohlenhydrate gegessen? Ach, lass mal. Kohlenhydrate sind das geilste Supplement. oder was Eiweiß für den Muskelaufbau dazu tragen kann, müsste man sagen, Eiweiß oder Proteine sind das geilste Supplement. Ja, du sagst keinen Schwanz, Alter. Ja, du gehst, die wollen ja auch verkaufen, ist ja auch wieder verständlich. Ja, klar. Aber so, das könnte man so sagen. Meinst du, das hat schon mal einer gesagt? Kann ich mir das patentieren lassen? Ich vermute, ja, es haben schon mal welche gesagt, aber die haben dann gleichzeitig ihren Werbelink eingeblendet. Hast du einen Werbelink? Das war eine geile Kohlenhydratquelle. Wasser. Nee, Brot. Und dann, und Hähnchenaufschnitt. Und jetzt verkaufe ich die Hähnchenknifte für den anabolischen Effekt. Alter Schwede. Ich finde immer, Kartoffeln sind auch übelst krass gewesen. Also, oder Nudeln allgemein jetzt. Die haben immer gut gegeben. Ja, aber das ist nicht so geil to go. Aber die Hähnchenknifte, die kannst du im anabolen Fenster in der Umkleide schnell naschen. Hier, unsere Hähnchenknifte. Kaufen. Gönnt euch meine Hähnchenknifte. Ja, was wird die gute Ritzki dazu sagen? Geh
gebe ich mir nicht, das kann ich nicht. Ey. Ja. Ja, das wollte sie sagen. Also Mani, dein Produkt wurde abgeschmettert. So. Nein, okay. Mann, die Hähnchenknefte ist sinnig. Nein. So, wir kommen und, jetzt. Und für die richtig krassen Leute mache ich die Hähnchenknefte mit künstlich beigefügten Transfetten in Form von Butter. Und Remo. Wie kommen wir jetzt von den Typen, der eine Stunde braucht, um auf den Kindersitz zu kommen, zu Iron Mike? Wir machen es einfach. Wir gehen jetzt zu Iron Mike rüber. So. Da gab es. Er hat sogar Dauerwerbesendung eingeblendet. Sehr schön, Mike. Gefällt mir. So. Mike, Shelter ist leer. Mike. Mike, lass den ein. Schick dem Mann hier keinen Shelter mehr. Mike, es ist leer. Trennen. Ich brauche Stoff. So, und darum ging es jetzt in seinem Video um seine besten Subs ein für alle Mal. Und da habe ich mir mal ein bisschen was rausgesucht, was ich jetzt auch sehr sinnig sehe. Das ist Vitamin D und er quatscht jetzt darüber. Zu profitieren. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, welche Dosierungen für unsere Minimum-Level sorgen. Das ist auch so das Upper Limit, das Deutschland empfiehlt. 1000 Einheiten zum Vergleich. Wenn wir jetzt mal die USA nehmen und wir nehmen mal den Faktor der Natur, der uns hauptsächlich mit Vitamin D3, das wir wirklich benutzen können, versorgt, das ist die Sonne und vergleichen mal Deutschland und die USA. Ja. Deutschland 1000 Einheiten Empfehlung, USA 4000 Einheiten Empfehlung. Aber da siehst du mal, Deutschland hat 1000, also Vitamin UVB-Strahlen. UVB ist ja das Vitamin, was dann umgewandelt wird, Vitamin D. Und wir haben eine Empfehlung von 1000 Einheiten. Und die haben schon 4.000 und die Amerikaner gehen da sogar auf 10.000 hoch. Wenn du, sag doch noch, wenn du dann einen Test machen lassen würdest, würdest du natürlich keine Mangelerscheinung haben, aber trotzdem geht da noch mehr, weil es zu gewissen Jahreszeiten, was auch mit den Äquator und zusammenhängt, nur da die UVB-Strahlung abbekommst. Also haut euch Vitamin D rein. Lass nochmal weiterlaufen. Vitamin D3 kann dich rundum unterstützen als Sportler, indem es deine Testosteronlevel etwas unterstützen kann, indem es deine Knochengesundheit stärkt, indem es dein Immunsystem stärken kann. Es kann deine Leistung stärken, es kann dein Mindset etwas festigen, es kann deine kognitiven Fähigkeiten schärfen, ganz abgesehen davon, was es noch bei bestimmten Krankheitsbildern erreichen kann. Deswegen ist Vitamin D3 in meinen Augen ein Supplement, das du unbedingt brauchst, wenn du Sportler bist. Und ganz ehrlich, auch hier gehe ich so weit, obwohl wir wissen, und das möchte ich nochmal respektive sagen, dass die meisten Menschen kein Defizit haben, wenn sie es testen lassen. Aber nochmal, sie haben kein Optimum. Vom Optimum profitierst du. Also richtig, profitierst du davon. Nimmst du Vitamin D? Momentan nicht, nein. Also ich habe es jetzt aufgrund meiner Erkältung auch nochmal nach oben gestackt, jetzt, wo ich die letzten Tage gemerkt habe. Ja. Ob es jetzt was bringt oder nicht, aber Vitamin D nehme ich ja sowieso, dass ich eine Sonnenallergie habe. Und ich hatte mal damit gespielt, der Pfütze hat mal gesagt, ihr könnt euch auch eine Amphibienlampe holen, die diese UVB-Strahlen hat. Damit habe ich auch echt schon gespielt und euch damit beleuchten lassen. Das hilft natürlich auch extrem. Aber ich habe irgendwie dann nicht so, ich müsste mal in die Zoohandlung gehen und sagen, dass ich das für ein mächtiges Tier brauche. Ja, das Ding ist, dass der Mike, der sagte, ist mir natürlich nicht fremd und ich weiß wohl um die positiven Eigenschaften von Vitamin D3. Aber man müsste auch mal alle 5 gerade sein lassen, ne? Und ich nehme ja, derzeit auch Kreatin. Ja, er sieht es aber aus der Sicht eines Sportlers, der wirklich nur ja, tief drin ist. Das besonders, wenn einer sagen würde, ich schaffe es wirklich nicht, meine Supplements zu fressen, dann würde ich dir schon wieder als Opfer abstempeln. Aber tatsächlich habe ich gerade nicht die Prioritätensetzung, um dass ich mich da täglich zucluster mit dem ganzen Zeug. Ja, es ist ja nur eine Empfehlung, weil jeder ihn immer fragt oder allgemein immer, was sind die besten Subs, was empfiehlst du? Und deswegen ist das Video auch entscheidend. Ja, macht Sinn, klar. Von daher. So, dann kommen wir jetzt noch zu Erdem. Von einem Breiten zum nächsten Breiten. An alle, die mein Auto die letzte Woche zerkratzt, bespuckt, durchlöchert und angemalt haben, ihr habt es geschafft, ich gebe den 840D wieder ab. Damit dieses Monster kommen kann, hatet mich ruhig weiter. Für jedes, das ich bekommen werde, ist noch mehr am Hasseln. Also solange Gott auf meiner Seite ist, ist mir egal, wer nicht auf meiner Seite ist. Danke für alles. Er hat sich ein Junge, Alter, die Karre ist krass. Ja. Woher? Also krass. Anscheinend Zeitzeit plus ziemlich gut. Anscheinend. Ja, anscheinend zahlen die gut. Ach ja, meine Bewerbung ist auch fertig. Die habe ich am Mittwoch hingeschickt. 28 Minuten feinstes Science-Trologen Matt. Moment, Nase putzen. Oh. Ja.
Und Phil Bane war auch mit drin. Ich kann ja, vielleicht zeige ich am Ende der Show das nochmal, wenn du mich dran erinnerst, können wir ja nochmal kurz das Video da zeigen. Ein Stück davon. Und einen eigenen Blog habe ich auch kurz gedreht für 1 Minute 30. Ja. So, und jetzt kommen wir. Was machst denn du wieder im Hintergrund? Du nervst mich schon wieder. Ich guck gerade, wie viel PS die Karre hat. 530. Du raschelst schon wieder. Nee, eigentlich nicht. Es gehört 530 PS. Doch, ich höre was im Hintergrund wieder. Das ist bestimmt deine Mama. Nein, meine Mama ist im Keller. Wie meine Schwester. Komm, was machst du? Aus Münster. Ich mache nichts. Alter, man hört es übel. Jetzt. Hast du einen Marder in deinem Kofferraum? Ich sitze. Nein, habe ich nicht, du kleine. Boah. Dann natürlich. Wie geht's deinen Eltern eigentlich? Tja, weiß ich doch nicht. Ja, sind bestimmt auch erkältet. Wegen der Verwandtschaft. Ah, meinst du, das bleibt in der Familie? Ja, ja. Ah. Warte. Bitte nimm mich an, weil ich bin so eine arme Wurst und So, ich habe geantwortet. Jetzt lass mal Erdem seine Stofffehler und Maniel raschelt immer noch. Leute, schreibt es in die Kommentare, wenn Maniel ein Raschler ist. Du bist so ein verraschelter Mensch. So. Vielleicht hörst du den Regen. Ja, da sagt er, dass es regnet. Es ist Junge, wir sind in Deutschland im Oktober, klar regnet. Na, überhaupt nicht, das ist eine Lüge. Du sitzt in Spanien und verarschst die ganze Zeit die Zuschauer, Alter. Der Almanier hat seine eigene Finca, dann sein eigenes Schiff. Als würde ich hier künstlich Regen einblenden, um mich ärmer zu machen, als ich bin. Also ich glaube, du hast einen Gärtner, der jetzt mit dem Gartenschlauch auf dein Auto spritzt. Und der spritzt auch abends dann auf deine Freunde mit dem Schlauch. Ja, wenn du nicht da bist. Ja. Witzig. Boah, das wäre krass. Ja. Ey, das war übel krass. Aber dann wäre ich immer noch der Gewinner, weil ich hätte einen Gärtner, der mein Auto putzt, leck mich hier am Arsch. Ja, und der deine Frau befriedigen kann. Stimmt. Win-win-Situation. Ja. So, diese Fehler habe ich beim Stoffen gemacht. Hast du auch schon Fehler beim Stoffen gemacht, Manje? Ja. Ich habe mir des Öfteren schon zu enge Hosen gekauft oder zu kleine T-Shirts. Ah ja, passiert jedem Menschen. Also von daher. Komm, wir lassen mal Erdem seine Dinger erzählen. Tiefgründiger gehen wir jetzt darauf ein. Das Wichtigste aber, was ich damals nicht begriffen habe bei diesem ganzen Thema, ist und bleibt das Training und die Ernährung. Ja? Viele werden mir jetzt zustimmen, die lange schon auf Steroide sind. Es ist kein Wundermittel. Jeder, der denkt, dass Steroide ein Wundermittel ist, liegt falsch. Weil wenn du deinen Lifestyle nicht anpasst, ja, weil wir haben früher immer jedes Wochenende auch gesoffen. Wir waren auf Partys, ich war auf Mallorca 4 Jahre hintereinander. Ich habe mich da kaputt gesoffen und nebenbei geklatscht, also reingeballert. Ehrlich, aufgestanden und gesoffen am Strand, abends die Testo rein und fertig. Also, Ein Typ, aber geil. Aber das werden wahrscheinlich die meisten so machen. Und er ist dann halt so eine Prozentzahl, die bei denen es trotzdem geholfen hat. Und ja, sagt er denn, was er dann geändert hat? Ja, pass auf, er zählt halt die Fehler auf. Warte, hier kommt noch ein Fehler. Muskulös aufsehen. Ich habe in so viel Foren gelesen, wo ich heute weiß, es ist Bullshit. Weil dahinter stehen Leute, Bücherfuzis, und lesen einfach irgend so ein schwarzes Buch und denken, sie wären der Guru oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen, das bin ich auch nicht. Ja? Ich habe einige Jahre schon hinter mir, was das Thema angeht, und ich kann das gut beurteilen. Ich habe auch mit gewissen Coaches gearbeitet zusammen. Aber ich weiß einfach, dass in zu vielen Plattformen zu viel Müll steht. Ja, das stimmt sogar. Dieses schwarze Buch, was immer alle kaufen wollten, hatte Fitze auch mal erzählt gehabt. Er war ja in gefühlten 1000 Foren am Anfang der 2000er. Und er hat gesagt, was für Menschen da sind, die dich beleidigen, weil du eine andere Meinung hast. Und wenn du das halbwegs sachlich angehst, was da für ein Schundluder getrieben wird, nur damit sie irgendetwas verkaufen können oder Hauptsache sie haben Recht. Ja, also ja. Leute, schaut nicht, da wahrscheinlich auch dieses Team-Forum, da jeder kennt das, da wurde ja auch extrem viel Schund getrieben, was jetzt nicht schlecht ist, aber wenn man sich, wenn du belesen bist in dieser Sportart, hast du verloren. Also, wenn du dir da so viel Sache in den Kopf haust. Also, wir hauen jetzt noch ein Stück von dem Video raus. Sorry Leute, ich bin heute etwas bisschen durcheinander, also schlimmer wie sonst. Meine Güte, Manja, dein Regen ist wunderschön. Dann falsches Absetzen. Wir haben richtig reingeschissen.
Wir sind einfach rausgegangen, kalt. Einfach von einem Tag auf den anderen aufgehört. Nie vernünftig abgesetzt. Der eine ging fast gar nicht raus. Oder so früher. So, gutes Absetzschema ist wichtig. Auch für die eigene Achse. Dann, die muss, also am Ende, was ganz wichtig ist, dir, ich habe das im letzten Video auch gesagt, dir muss bewusst sein, worauf du dich einlässt. Ja. Uns war das damals nicht bewusst. Weißt du, wir waren so Disco-Pumper, wir haben trainiert fürs Fitnessstudio und dann haben wir gesagt, ja, Hauptsache dicke Arme, eine dicke Brust, freitags schön pumpen und das war's. Dir muss bewusst sein, dass du dem Körper was hinzufügst, was er nicht vergessen wird, sprich an Leistung, ja? Ich habe das verglichen. Ja, da komme ich auch wieder zu jemandem, der hat zu mir gesagt, ja, hier, komm. Ey, wir von der Bundeswehr, wir machen immer so eine Kur. Weißt du, die lassen sich immer so scheiß Chemotabletten, weil sie Angst haben, sich da zu spritzen. Ja, das ist total normal, Kur zu machen und so. Das ist halt auch jemand gewesen, der null Ahnung davon hatte. Und ich habe ihm immer gesagt, nein, danke, ich möchte deine Scheiße nicht haben. Gut, dass ich da immer abgelehnt habe. Aber das ist schon, das ist wieder dieses typische Forum, wenn man das zurückgeht. So, das war's. Also Leute, falls ihr ich weiß nicht, zur Zeit ist sowieso das mit den ganzen Steroide und Co. Der Raketen-Ronny hat es letztens auch drunter geschrieben, es ist halt irgendwie, hat es so einen faden Beigeschmack, dass man wirklich Bock drauf bekommt, das wirklich mal selbst zu versuchen. Weil es wird jetzt nicht verharmlost, natürlich erzählen die das halt, wie was für Nebenwirkungen und Co., aber du hast da halt von diesen ganzen Leuten, hast du jetzt halt solche Sichtweisen und Richtungen, wo du sagst, okay, die leben ja auch noch. Weißt du? Weil vorher hättest du dich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Also hast du Bock, dich mal zuzuknallen? Das ist ja total der Irrglaube, der so im Kopf herrscht. Man denkt ja, wenn man sich dann eine Testonade gesetzt hat, dass man auf einmal unter Vollgas steht und das Gym abreißen muss. Ja. Aber gleichzeitig stelle ich mir das auch so ein bisschen so vor, ne? Dass du dann sagst, boah, jetzt fahre ich mir schon extern was rein, jetzt muss ich noch mehr Gas geben. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich sag mal, wenn du nicht auf die Bühne willst oder so, die meisten machen es ja sowieso, weil sie irgendwelche... Ja, nicht komplexe. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der hat halt so viel Ehrgeiz und will einfach geil aussehen, aber viele wollen halt immer mehr, mehr, mehr. Das ist wie dein Dacia-Vergleich aus der letzten Show. Du willst ja nicht immer einen Dacia-Motor haben. Du möchtest auch mal einen Mercedes haben. Ja. Ja, ja, so, gut. So, und jetzt kommen wir zum Chris Invictus. Aber der hat man schon ewig nicht mehr gehabt. Alter. Kannst du was zu dem kurz erzählen? Chris Invictus, Alter. Oh, ich hab einen. Nee, spiel mal kurz ab. Also, ich weiß, dass du ihn kennst, den hattest du auch schon mal in die Show, aber mir sagt er halt nichts. Und der wurde halt wegen dieser. Diesen Virus wurde er abgemahnt. Moment. Okay. Wo sind die denn? Maske an. Maske an? Ja. Warum? Ist doch keine, ich bin doch frei. Maske an. Frei von Leuten, ey. Es gibt doch gar keinen Sinn. Ich hab die Regeln nicht gemacht. Ist da der sie kontrolliert? Entweder sich in die Maske an. Ja, dann geh ich raus. Ja, dann geh ich raus. Ich habe auch noch einen Kollegen, der ist da auch extrem krass mit der Maske. Könnt ihr mal drunter schreiben, ob ihr schon so Nahtoderfahrungen gemacht habt mit so einer schönen Maske. Also ich hab den noch nie gesehen, Maske? Ehrlich nicht. Echt? Ich hab den abonniert, weil du den mir geschickt hattest. Also. Krass. Ja. Alter, guck, sieht mal so, aus selbst Felix, Tier, muss man ja sagen. Guck mal, selbst Felix schreibt drunter. Ja, Tatsache. Also Felix kennt ihn auch. Felix kennt er, ist wahrscheinlich der nächste Money Matter. Aha. Felix schreibt drunter, wer ist Chris Invictus? Was hat er gemacht? Schreib es drunter. Ich hab den wegen dir abonniert gehabt. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall ging es ja in diesem Statement um seine Maske. Ich muss aber abtrennen. So, abgetrennt. Gab ein Like. Oh, jetzt kommen wir zum... Ich hab mal den hübschen Mike Sommerfeld mal wieder drin. Weil ich fand, er hat was Interessantes gezeigt. Moment, wir lassen es laufen. Ich will es euch jetzt schon mal zeigen, weil es einfach wirklich cool ist. Und zwar das Ding hier. Der sogenannte Dropstick. Was tut das Ding? Das steckt man ins Gerät, also ins Gewicht. Da kann man dann kein extra Gewicht draufstecken, sondern, viel cooler, sobald das Gewicht abgelassen wird, hüpft dieser Stift raus. Das Gewicht reduziert sich und man kann direkt einen Dropshot machen, ohne dass man aufstehen muss und das Gewicht selber umstecken. Das heißt, es geht vollautomatisch. Das Coolste ist, man kann mehrere Stifte, also zwei oder drei,
stecken und jedes Mal hüpft er raus und hüpft raus. Finde ich eigentlich geil für Leute, die so trainieren, so Dropsetzer. Das ist eigentlich echt ganz geil. Ja, also wenn du das sowas machst. Ja, wenn du so, also wenn jemand so trainiert, das gleichzeitig heißt, ist die Frage, wie krass ist die, nimmt die Ermüdung ab in der Zwischenzeit, wo du halt selbst umstecken würdest. Weißt du, ich meine? Ja, da machst du halt einen Satz mehr oder eine Wiederholung, meine Güte. Ja, genau, deswegen, denn es könnte das Ding auch einfach eine verdammt teure Spielerei sein. Sag, wie lange dauert es umzustecken? 3 Sekunden? Ja, kann schon sein, aber... Also spart dir das Ding wahrscheinlich 2 Sekunden, weil du 1 Sekunde lang absitzt. Ja, aber wenn du jemand bist, der sein Training komplett ausgefeilt hat, es wird den einen oder anderen da darunter geben, der sich vielleicht dafür interessiert, warum nicht? Dropsticks, dropsticks.de könnt ihr kaufen. Könnt ihr kaufen. So, ich fand's nur interessant. Das ist vielleicht die Idee, Alter. Das ist ja so banal wieder, ne? Ja, könnt ihr kaufen. So. So, und jetzt kommen, gehen wir gleich mal direkt weiter. Paul Unterleitner, 2020, 2016. Ich muss sagen, der hatte 16 eigentlich schon eine ganz gute Figur. Alter, ich fand, 16 sieht ja fast genauso aus wie 20. Oder? Das ist... Also, ja, nein, ich glaube sogar, dass er hat ja schon noch gewaltig zugelegt, aber der hat ja auch schon 16, eine gute Figur. Also mittlerweile, wenn ich das so sehe, jetzt das Bild, dann denke ich mir schon, dass der schon unter allen oder anderen naturell sein könnte. Das genau denke ich eigentlich das Gegenteil, weil naturell zu sein? Er hat in 4 Jahren nochmal, glaube ich, knappe 20 Kilo draufgepackt. Ja, aber naturell ist doch auch natural, ne? Entscheidet ihr es. Ich glaube, da werden wir nie irgendwie jemanden finden, der sagt, ja, ist er oder ja, ist er nicht. Irgendwie scheiden sich da die Geister. Wie mit dem Goretzka, mit dem Fußballspieler. Ja, der ist nicht auf Stoff und so. Ich glaube schon, dass der was genommen hat, um einfach nur schneller Muskeln aufzubauen. Fertig. Mehr nicht, mehr, weniger nicht. Das hat der Görki auch drüber geredet. Das war genau da, wo wir Urlaub hatten. Und der gute Galenikus auch. Abmahnung gehen raus. Faschisten. Faschisten gehen raus, genau so war das. El Faschisto. Und haben sie ja auch drüber geredet. Es ist ja egal, wie man aussieht. Man kann auch als Hamster, weißt du, Stoff konsumieren. Und die Fußballer sind sowieso alle nicht natural. Da wird überall gedopt. Ob das im Tennis ist oder in der Leichtathletik sowieso. Wir wissen es ja, unsere russischen Freunde und alles. Und auch wir Deutschen zur DDR-Zeit und Co. und allen Spaß, BRD, was weiß ich, was es da alles gab. Da haben Leute Tabletten verschrieben bekommen, ich war immer natural und dann haben sie irgendwann gemerkt, hey, ich habe auch irgendwelche Tabletten, so Vitamintabletten bekommen und dann kam raus, nee, das waren keine Vitamintabletten. Das waren die guten Wachstumstabletten. Also heute ist sowieso alles nur Schein und Sein, da wir sowieso gedopt sind. Wir sind selbst mit Koffein gedopt. Wie viel Koffein nimmst du am Tag zu dir? Ach, hör mir auf, Alter. Ja, und das geht jedem so. Jeden, mit dem ich rede, den sehe ich Kaffee saufen. Es gibt ganz, ganz wenige, die sagen, nee. Aber sagen dann trotzdem, ja, nachmittags brauche ich trotzdem irgendwie meine 4-5 Tassen, weißt du? Ich habe heute Morgen eine Kanne Kaffee gesoffen, jetzt trinke ich hier gerade einen Effekt. Ja. Und ein Monster habe ich auch schon weg und das nächste Monster liegt hinter mir. Ich sag dir, wenn du Koffein verbieten würdest, würde nichts mehr funktionieren. Das würde noch, wäre noch schlimmer als Alkohol. Oder Tabak. Krass. Ja, Koffein, denkt man gar nicht, dass es so einen großen Stellenwert für einen hat. Ja, oder schon. Ja. So, jetzt gehen wir weiter zu Road to Glory. Da war Chill und Co. Ah, da war auf Instagram, hat mir die Annie gepostet. Da war wieder, du hast eigentlich jeden Tag, wenn du die hier verfolgst, hast du was zu lachen. Ati kommt gerade von Einkaufen und macht jetzt auch noch die Schnute, weil ist fast leer. Ist leer, ich wollte und morgen das Low Carb Brot machen und dann dazu die Nutella drauf. Mach ich dir neue Nutella. Okay. Und wollt ihr das Rezept? Und wollt ihr das Rezept? Ich habe irgendwas zu drücken. Warte mal. Komm hier, wir heulen einfach mal. Es dauert länger, Mann. Ja. Okay, das war das mit den Geheule. Das habe ich mir auch gedacht. Ich sehe den Jill gar nicht mehr. Nein, du brauchst den Jill auch nicht sehen. Das reicht ja auch. Also wenn du mir nicht den manchmal einblenden würdest, dann denke ich, der ist gar nicht mehr im Vertreten im Game. Der hat doch auch ein eigenes Buch. Ich muss mal abtrennen. Ja. So. Ach, komm, wir gehen weiter. Dann kommen wir jetzt noch zu, hey, meine Nachricht, wo ist das? Mein Postfach ist leer. Ich hab's extra.
Moment, wo sind denn meine Nachrichten? Ey, ich habe es extra markiert, damit ich es hier direkt zeigen kann. Ah. Ach ja, mein Postfach. Okay, auf jeden Fall hatte mir der Urs Oschermann hatte mir was geschickt gehabt, weil wir hatten ja letzte Woche müssen wir mal aktualisieren, hatten wir doch über Darm und Alkohol und so einen Spaß geredet. Aber irgendwie geht die Seite von der guten Bild-Zeitung nicht auf. Ich habe ihm geschrieben, hey, das ist Bild-Zeitung, willst du mich verarschen? So in der Art. Aber weil du es bist. Ja, wie ihr seht, geht der Bericht hier nicht zu laden. Auf jeden Fall geht es da um Tampon-Shots. Kennst du das? Tampon-Shots, Alkohol rein, ab in den After. Ja, macht jeder drüber lustig. Ja, aber das haben die wirklich gemacht. Ich kann jetzt leider den Bericht nicht zeigen, weil er es irgendwie nicht lädt. Ich weiß nicht, was los ist. Vor allem bin ich auch aus dem Discord immer mal geflogen. Nö. Funktioniert nicht. Und dann hatte ich noch was richtig Geiles. Das muss ich wahrscheinlich nächste Woche mal zeigen. Tatsache, es ist nicht da. Da gab es nämlich von Karl S. nämlich eine übelst geile Zusammenstellung. Aber ich finde es nicht. Ah, hier seht ihr gerade, mit wem ich alles schreibe. Ach ja, doch, ich habe es gefunden. Komm, wir gehen jetzt gleich direkt zu Karl S. So. Ich kann es leider nicht größer machen, oder? Bleib an euren Träumen dran! Lass dich von keinem Dicken ablenken! Penis. Da kennst du. Es ist eine Menge Bergerfahrung in diesem Raum versammelt. Ohne wärt ihr nicht hier. Aber der Everest ist der gefährlichste Ort der Welt. Wow! Das ist geil. Ich wäre gern bei dir. Bist du etwas hängen geblieben? Bist du hängen geblieben? Du träumst vom AMG. Noch ein paar Tage und den Rest deines Lebens bist du der Mann, der auf dem Everest war. Wenn es jemand schaffen kann, dann du. Mach erstmal die Basics, reiß sie mal zusammen. Reiß sie mal. Okay. Junge, mega geil gemacht, Alter. Mega geil gemacht. Ich versuche das. Der leckt es gerade. So, okay. Das ist schon der Anfang, Alter. Keiner kann Anfang, mich an Gott von einem Träumen nehmen. Der, die scheiß Wichser. Ja, der Anfang ist geil, aber Instagram will mich heute fisten. Ey, ohne Scheiß. Das Video ist von unasked.alien. UNASKED.alien. So. Ich glaube, das gibt's nicht mehr, das eine Video. Welches? Wo er das sagt hier, keiner kann euch eure scheiß Träume nehmen. Das war so geil, das habe ich manchmal morgens gehört, einfach nur zum Lachen. Warte, wir machen nochmal. Bleib an euren Träumen dran! Oh, Mann! So. Bleib an euren Träumen dran! Lass dich von keinem Wichser ablenken! Penis. Da kennst du. Es ist eine Menge Bergerfahrung in diesem Raum versammelt. Ohne wärt ihr nicht hier. Aber der Everest ist der gefährlichste Ort der Welt. Ja, okay, Leute. Ich werde es verlinken. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Mega witzig. Da hat sich einer Mühe gegeben. Ich konnte es auf jeden Fall. Ich konnte es irgendwie nicht runterladen. Ich weiß auch nicht. Es war gestern. Ich bin ehrlich, ich war zu faul. Ich bin gerade echt mit der Krippe hier. Was weiß ich. Mir fällt es schwer. So, und dann kam mir jetzt noch zu der guten, wie heißt die von Görki Honk? Hock? Sie haben ja einen Umzug gefeiert. Moment, meine Mauspad haut ab. Ins Ausland wollten die doch ziehen, haben sie erzählt. Oder war das so eine Gebrüder Grimm-Geschichte? Ich weiß nicht, anscheinend schon. Und ja, irgendwie haben sie es, wissen sie nicht. Komm, lass mal laufen. Beziehungsweise, ihr seht, ich stehe noch mitten im Chaos, aber egal. Alles ist hierhin geschafft worden, alles steht hier drin. Das meiste. Also, sie hat es selber nicht hingebracht, sie hat keinen Handschlag getan, die Kartons hinzubringen. Also, Integrität ist also gleich minus 10, wenn man erzählt, man zieht ins Ausland und dann nur eine Straße weiter. Piu, peng, peng, du Besenbauch. Aber ja, gleichzeitig ist die Alte irgendwie ganz gut anzugucken, wenn die ihre Hüfte kreisen lässt. Ich mag die. Geht hier gerade wieder an die Podcast-Hörer. Warte, wir müssen sie nochmal kreisen lassen. Ja, bam, bam. Und jetzt Gürki. Zack, Becken, zack, zack. Bam, Becken-Attack. Ah, ja, Mann. Wunderschönes Mädel.
Wunderschön. Jetzt sind wir eigentlich für die Woche schon durch, aber ich habe mir einfach mal gedacht, da ich doch fleißig war, natürlich, wie immer, ich schaue mir einfach mal um, was es noch für so Kanäle gibt auf YouTube, weil ich wollte sowieso öfters mal machen, weil mir kommt so vor, so, es ist zwar immer neue News, aber es sind immer so dieselben Charaktere, weißt du, so immer am Start. Und da dachte ich mir, komm, wir schauen einfach mal so drüber, da wir uns ja weiterentwickeln wollen. Und wir nicht hängen geblieben sind oder uns selbst zur größten Fitness-News der Welt, Europa, deutschlandweit ernannt haben. Und wir lassen einfach mal laufen. Hier geht es um den Strongman. So. Schön im Nacken, genau auflegt. Und mit dem Handy greift hier hin. Hier. Seitlich außen. Genau, und dann Ellenbogen hoch. Und dann würdest du einfach mit dem Ding aufstehen und loslaufen. Krass, aber. Probier's mal. Krieg ich nicht. Einfach hoch. Krieg ich nicht. Wäre es für dich auch mal interessant, mal so einen Strongman-Wettbewerb einfach nur mal so zu schauen hier? Jetzt siehst du ja wieder im Hintergrund das Ding. Also ich finde das auch geil. Hier siehst du auch, warte. Das hier mit den Baumstämmen, Leute. Also für Spotify-Cast, stellt euch Baumstämme vor, die links und rechts von euch wegneigen. Da sind zwei Ketten dran und ihr haltet die. So. So wie in Spider-Man 2, wo der Zug auffällt. Oh ja, ich schau kein Harry Potter. Hat er da schon Last drauf, ja. Sieht schon echt brachial aus. Dann gibt es noch diesen Schleuderwettbewerb. Es gibt einiges. Warte, ich suche den Schleuderwettbewerb. Ich will noch Schleudern. Der Rothaarige ist aber auch recht lebensmüde. Hier, White Over Bar. Warum haben die so Schottenröcke an? Ist das normal da? Ja. Habt ihr schon Erfahrung mit Strongman? Habt ihr da vielleicht schon mal dran teilgenommen? Der Kanal heißt Hans Schäfer Workwear. Und ich muss schon wieder trennen, es tut mir leid. Oh, ey. Ja. Fand ich mal sehr interessant, das mal so zu sehen. Und jetzt kommen wir noch zu einem Werbeclip. Was heißt Werbeclip? Ihr könnt euch wahrscheinlich die Jüngsten und die Ältesten trotzdem irgendwie dran erinnern an die 90er Jahre, wo immer in der Dauerwerbesendung QVC und Co., wo dann immer solche Geräte vorgestellt wurden. Ja. Kannst du dich noch dran erinnern? Hier so ey, mega, diese Produkte? Witzig. Ja, mega, und hier gibt es jemanden, die stellt das vor, wie das so früher war. Thank you. So, I tried this thing. And I honestly, I questioned whether or not this would work my quadriceps and whether or not there was any benefit to doing this movement. Ey, glaubst du wirklich die Leute? Also das hat sich ja früher so krass verkauft, der Spaß. Wobei, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das irgendwie Sinn macht für Adduktorenstärkung, ne? Oder, natürlich, das macht ja alles Sinn, Hauptsache du bewegst dich. Oder hier dieses Rad, wo du nach vorne rollst, was sie gerade in die Kamera zeigt. Ja. Ey, das kann ich noch stimmt. So viele Spiele jetzt machen. Aber früher gab es ja auch dann diese Art Armbrust, genau. Das blaue die du dir im Bauch reingedrückt hast, um deinen Bauch zu trainieren. Hier, den Müsli-Staubsauger, den sie gerade hat. Ja, das. Das ist ja dasselbe. Das. Oh. Das ist schon hier. Ja. Das kannst du jetzt, zeigst du es noch mit der Langhantel. Kannst du natürlich auch machen. Ich kenne richtig viele, die das machen. Ja, ich kenne auch richtig viele, die danach aussehen. Rollst du deine Gewichte? Nein. Also obwohl, manchmal so rolle ich die Scheibe so auf die Stange und mach so pling, Alter. Und da habe ich mich auch schon mal geklemmt. Oh, du darfst auch nicht deine Sollte Penis cool sein, aussehen. Du, die Hipster-Jugend immer. So, und jetzt kommen wir zu einem kleinen Kanal, der hat 4 Abonnenten. Ja, wurde mir vorgeschlagen. Hab einfach gesucht. Zu einem kleinen Kanal, neues Fitnesskubel am Start. Und da habe ich mir gedacht, hey, die machen schon einen sympathischen Kubel. Eindruck. Kubel. Ne, wir sind ja auch im Osten. Kubel. Neues Fitnesspärchen am Start. Ich bin Natural Bodybuilder. Ich habe jetzt dieses Jahr trotz Corona sehr wahrscheinlich... GNBF 2019. Warte, ich will das Bild nochmal richtig einfangen. So sah der Junge aus. Also, sieht schon gut aus. Also, muss halt auf jeden Fall Ahnung von dem, was er da macht. Auch Nacken, alles krass. Also, für 12 Jahre ist er durchtrainiert.
Ja. Hat der Smilo Dogs an? Ja. Ah, das sehe ich jetzt gerade, okay. Da, nee, ist egal. Auf jeden Fall seine Freundin macht Powerlifting. Ja, Die trotz macht, und Corona er macht halt sehr wahrscheinlich Bodybuilding. meinen zweiten Wettkampf, wo ich mich gerade in der Vorbereitung befinde. Es sind jetzt noch so ungefähr 10 Wochen bis dahin. Darauf wird auch mein Schwerpunkt die nächste Zeit liegen. Das heißt, die komplette Vorbereitung beinhaltet ja das Posing, auch die richtige Diät. Da werde ich auch versuchen, euch einen Mehrwert und Einblick So, zu wir lassen bieten, mal die weil Freundin reden. zeigen, inwieweit sich das Training unterscheidet. Und genau. Aber das Interessante ist natürlich auch, dass wir trotz des Unterschieds, dass sie Powerlifting macht und nicht Bodybuilding, ist es gar nicht so unterschiedlich teilweise. Also ich konnte es auch ein paar Sachen. Ja, auf jeden Fall hat es einen sympathischen Eindruck gemacht. Ich habe mir gedacht, komm ey, wenn du schon mal zwei Leute hast, die dich mehr schauen, dann zeig doch einfach mal auch andere Kanäle. Das ist JM Fitness. Also wahrscheinlich ihre Vornamen von den beiden. Schreibt es doch mal drunter. 4 Abonnenten. Wenn da nächste Woche 5 Abonnenten drauf sind, würde ich mich freuen für den jungen Herrn und der jungen Dame. So, gehen Und wir ich würde mich für weiter. unser PayPal-Konto freuen. Ja, der Kanal wird unten, Spendelink ist eingeblendet, also liebes JM Fitness, ihr könnt da gerne, nein, natürlich nicht. So. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern lohnt sich das für ihn, auf die Bühne zu gehen, ne? Er macht jetzt ja jedes Jahr eine Diät, sogar zu Corona-Zeiten, wo ihm locker 3 Monate Training fehlen. Also ich hätte auf jeden Fall weitergebulkt und hätte wahrscheinlich den Wettkampf auf 2023 geschoben. Ich müsste mir den Kanal mal angucken, um Haben wir seine zwei Daten zu Videos? erfassen. Noch relativ jung, da wird das was Sagt demnächst er kommen. denn, wie groß und schwer er ist? Ich habe das jetzt noch nicht rausgehört, aber ich denke mal, er wird da ein Video dazu noch mal demnächst machen. Okay. Nee, es geht halt um Ernährung erstmal am Anfang, halt das Typische halt erstmal. Und ich fand das Pärchen halt, ich fand die halt echt sympathisch, wie sie reden, so vor der Kamera. Und lass den Kanal noch ein bisschen Zeit, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Da können wir mal drüber gucken. Ich abonniere ihn auch. So, abonniert, komm hier, like. Habe ich mir extra aufgehoben für die Show, als cool zu wirken. So. Boah, du bist richtig cool, ey. Ja, ich bin so cool. Mahnt uns bitte nicht ab. Vielleicht habt ihr ja nächste Woche einen Klick mehr. Und jetzt kommen jetzt so, nur so kannst du zwei Sportarten miteinander kombinieren. Wann ist zu viel Training? Vom guten André Patris. So. Kennst du den nicht, Alter? Das bedeutet, wenn. Natürlich kenne ich ihn, aber mir fallen immer die Gesichter und Namen nicht direkt ein. Ich gucke doch nicht allen Schund auf YouTube. Also jetzt seinen Kanal nicht, aber. Patrice hat übrigens seine Diäten mega gerockt. Ich glaube, bei seiner Diät ist mir auch aufgefallen, dass er seine Bulkphase ziemlich hart versaut hat, weil er am Schluss irgendwie komplett außer Rand und Band war. Kein Hate, kann passieren, kann echt passieren, so, ne? Und durch Corona bedingt Wettkämpfe abgesagt, Form nicht halten können oder wollen. Und jetzt Ja. flüchtet er sich gerade in 1000 Sportarten zugleich. Hat auch eine Trennung hinter sich. Trennen. Ich find den Typen einfach nur krass. So, der hat eine Motivation am Start. Als Außenstehender wirkt das bei dem immer ganz schnell so, als wenn er so kein richtiges Ziel hat. Was aber gar nicht stimmt, weil sein Hauptpunkt ist eigentlich Posing und Bodybuilding und er einfach nur so viele Sachen noch nebenbei zieht. Also, das ist, ey, überleg mal. Der Typ gibt Posing-Seminare. Der hat ein ultra krasses Wissen um die Materie Oh. und geht eigentlich komplett unter, weil er halt so viel Zeug macht. Ja, ist immer schwierig, wenn du auch in der Linie treu bleibst, ob es dann auch ob es der richtige Weg ist. Er versucht sich halt. Ich denke mal, er hat einfach Spaß daran, was er macht. Und das zeigt er einfach. Finde ich eigentlich viel geiler, so einen Kanal zu sehen. Natürlich, wenn ich dann kein Interesse habe, diese Fitness-Sportart zu sehen, dann ist klar, dass die Leute abspringen, ja. Aber er bleibt sich halt in dem Sinne treu. Ja, genau. Oh, ich schwitze an den Beinen, Alter. Das ist ja schlimm. Moment, ich muss meine. So. Komm, wir lassen jetzt laufen. Wir lassen jetzt, was er zu sagen hat. Wenn du also aktuell zwei Sportarten nachgehst, dann musst du Prioritäten setzen und überlegen, was möchte ich in naher Zukunft? Möchte ich Bodybuilding-Wettkämpfe machen zum Beispiel oder möchte ich doch lieber Fußball spielen? Ja, und aktuell bin ich gar nicht mehr so, dass ich sage, jetzt gerade möchte ich Bodybuilding-Wettkämpfe machen, weil kann man Corona-bedingt auch gar nicht. Ich möchte lieber in den Ring gehen, vielleicht mal in ein paar Monaten und einen Boxkampf machen, weil da weiß man auf jeden Fall, das geht noch.
ne, Bodybuilding-Wettkämpfe, wann die wieder stattfinden werden, man weiß es nicht. Aber wenn ihr auf jeden Fall zwei verschiedene Sportarten unter einen Hut bekommen wollt, dann müsst ihr eben Abstriche machen. Und am besten, wenn ihr sagt, Krafttraining ist gar nicht die Priorität, nicht zu viel Volumen trainieren, ansonsten seid ihr immer erschöpft, ansonsten seid ihr irgendwann übertrainiert wirklich. Ne? Ihr braucht viel Schlaf, darauf müsst ihr auch achten. Ich achte darauf, dass ich viel schlafe, dass ich... Hat er auf jeden Fall recht, aber ich denke mal, wenn du dazu noch eine dritte Sportart hast, zum Beispiel 40-Stunden-Woche, wirst du wahrscheinlich auch scheitern mit der zweiten Sportart. Also ja, bist du so oder so. Ja, das ist das Problem. Also mir kommt es jetzt nichts gegen den André, mir kommt es immer so vor, dass die YouTuber immer so sehen, hey, sie sehen halt nur sich selbst, dass sie halt schlafen können, wie sie Bock haben, dass die ganzen Bodybuilder eine krasse Regenerationsphase haben. Aber das meiste kannst du überhaupt nicht auf dich dann reproduzieren. Ja. Ich bin so schon mit zwei oder drei Hobbys oder je nachdem, was ich noch mache, bin ich dann schon echt am Limit. Jetzt, wenn ich ja, Kraftsport mache, dazu noch hier die News hier, unserer wöchentlichen, das ja, man merkt es halt. Das ist jetzt keine Sportart, unser Kanal. Obwohl unser Kanal eine Sekte ist, das wisst ihr ja. Ich merke das gerade momentan. Ich habe hier 1000 Sachen um die Ohren und muss halt sagen, ich habe mich dran gewöhnt. Ne? Also dieses 110% am Tag ist irgendwie doch... Schaffst du nicht. Ich glaube nicht für jedermann was, aber wenn man einmal in diesem Modus drin ist, ich sag mal, das Ritual integriert hat, ja klar, du machst dich komplett kaputt, aber es jetzt sein zu lassen, ist auch irgendwie für die Psyche ziemlich hart. Ja, du musst aber gleichzeitig. Ja, hau raus. Ja, aber guck doch mal, sonst hat sich mein Training, also mein Tagesablauf war um mein Training drumherum gebaut. Alles war und jetzt versucht, deine Frau. Optimal dazu ausgelegt. Nee, und jetzt ist es einfach, ich versuche mein Training, meinen Tag mit einzubauen. Also meine Priorität hat sich komplett verschoben. Das hört sich so an, als wäre ich jetzt Training untreu geworden. Aber Junge, ich lebe Fitness, ich glaube daran. Hm. Und so sicher wie die Kippe nach dem Sport und davor, ist es auch, dass ich da weiterhin hingehen werde. Das ist auch meine Ansicht, wo wir vor 2 Jahren den Kanal, weißt du noch, wo ich dich angerufen hatte? Wo wir gesagt haben, komm, wir machen alle 4, warst du nackt? Sag einfach ja. Nee, ich hatte schon gewichst. Ah, okay. Aber du warst noch nackt. Also war schlaff. Jetzt für Anne. Jetzt einfach nur für die Anne. Ja, deswegen bin ich ja auch angegangen, weil ich mir dachte, komm. Ah, Gott. Ich hab jetzt so schon einen Abturn gehabt, da kann ich auch den Typen da. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann Manuel angerufen und wir hatten dann gequatscht gehabt und haben gesagt, selbst wenn wir nur einmal in einem Monat ein Video machen, lass uns einfach anfangen. Und ja, hatten wir dann auch so gemacht und dann sind wir irgendwann zu den News gekommen. Und ich muss jetzt sagen, das YouTube-Projekt ist für mich, hat einen höheren Stellenwert als der Kraftsport. Obwohl wir ja auch mit Kraftsport, weißt du? Ja, also für mich geht da, ich kann mich da halt wirklich so entfalten. Deswegen ist für mich da der Kanal ziemlich wichtig und ja, merkt ihr wahrscheinlich auch. Ja, aber im Endeffekt hast du durch den YouTube-Kanal, du hast dadurch einen Schwanz gekriegt. Dein Leben war ja relativ vorgeschrieben. Ja, wie bei jedem eigentlich. Du bist ja, ich kenne eigentlich wenig Menschen, die so krasse Rituale haben wie du. Du gehst immer zur gleichen Tages- und Wochenzeit einkaufen, du gehst deinem 40-Stunden-Job nach, etc. Und durch das YouTube-Ding jetzt bist du ja alles am Changen. Ja, obwohl muss ich sagen, ich habe trotzdem noch meine, ich finde immer Einkaufen abends immer geil. Von daher, so Rituale musst du haben. Das ist wie die Kippe. Aber du lässt ja trotzdem alles hinter dir und hast die Priorität komplett auf das gelegt und bist anscheinend damit auch noch erfolgreich. Ich kann damit aber auch, wenn ich YouTube-Videos habe, ich komme nicht zur Ruhe beim Sport. Ich habe da immer, wir haben ja noch 2 Reviews, die ja raus müssen irgendwann mal. Danke da an die Erkältung, dass ich die jetzt am Wochenende, ich kann das Ding nicht erkältet drehen. Es ist scheiße. Ich habe das immer, wenn ich zum Sport gehe, hey, du musst noch das machen. Mir schwirrt noch so viele Sachen im Kopf. Ey, mir schwirrt selbst noch die Sache im Kopf, wo ich vor, keine Ahnung, über ein Jahr mal gesagt habe, hey, MyProtein hat ein CBD, will ein CBD-Produkt rausbringen. Okay. Hatten sie dann noch nicht rausgebracht und wir werden darüber berichten. Und das ist, jetzt kann ich endlich damit abschließen. Es ist nur ein 5% CBD, CBD 5%iges und es kostet 20 Euro. So, es ist es nicht wert zu kaufen. Sowas merke ich mir. Keine Ahnung. Wenn ich Versprechungen gemacht habe, ich habe auch noch irgendwas anderes im Hinterkopf. Ach ja, ich hatte mal noch eine Umfrage gemacht vor unserer Pause. Die muss ich auch noch zeigen. Die muss ich auch noch. Machen wir demnächst mal. Wenn ihr mal schreibt, es kann mal 2 bis 3 Jahre dauern, aber ich merke mir immer alles irgendwie. Es dauert halt immer alles seine Zeit. So. Und jetzt kommen wir einfach mal zur guten,
Ihr müsst mir auch nicht folgen, ich bin geistig verwirrt heute, falls es heute zu sehr ist. Verzeiht es mir. Es ist für den Algorithmus natürlich das auf YouTube. Ich meine, kriegst du es mit, dass ich heute ein bisschen verwirrter bin? Ja, ist cool. Ist cool. Ich weiß nicht, wie viel Paracetamol und alles, was ich heute drin habe. So, jetzt kommen wir mal zur guten Lea. Mit 13 und 14 Jahren hat sie 84 Kilo gewogen. Mit 20 hat sie ja ihr Powerlifting entdeckt. Da war sie bei 86 Kilo. So, jetzt zeigen wir mal hier, wie ihre aktuelle Form gerade ist. Sieht man hier oben, wie sie rumshakt und ihren Arsch zeigt. Ja, ist ja ganz in Ordnung. Es ist schon stabil. Also ich glaube, Lea kann dich nach dem Liebesspiel irgendwo raustragen und vor. Und jetzt Wald hat sie auch 84 oder was? Warte, ich muss nochmal abtrennen. Boah, ich glaube, da kam was mit. Moment. Besagte andere Seite der Medaille 48 Kilo mit 16. Ja. Also innerhalb von den 2 Jahren, wo sie so übergesichtig war, auf jetzt, guck mal, krass. Dann mit 18 55 Kilo. Ja, ja. Ich weiß die nicht, was da richtig reingeschissen. Was die gute Lea wiegt. Hier sind nochmal mit 86 Kilo. Der mit den 86 Kilo, die werden ja irgendwie wieder krass. Die sehen ja gar nicht so kacke aus. Ja, ein bisschen mopsig gewesen dann, ja. Das war, glaube ich, zu ihrer Bodybuilding-Zeit da. Ja, ja, Kraft sogar Dreikampf. Das geht noch fit. Ja. Ja, das, was er da drüber hatte mit den 86, wo sie so fett war, das war schon krass. Der hat sie auf jeden Fall reingeschissen gehabt. Ja, aber auch mit den 84, mit 13 und 14, 84 Kilo zu wiegen, ist schon heftig. Ja, ja, klar. Ja, vielleicht war da Süßigkeiten-Schrank nie abgeschlossen. Das kann man ja nicht, weißt du? Man weiß es ja nicht. Was hat sie jetzt? Also ich weiß nicht, was sie Lea jetzt hat. Schon recht lange und momentan ja gar nicht, aber ich kenne diese ganzen Transformationen von ihr und ja. Schockiert mich gerade nicht so wirklich, ne? Obwohl rückwirkend betrachtet da doch schon ein paar Sachen dabei war, die hart waren. Ja, aber Lea war halt früher ein kleines Cookie-Monster. Moment. Cookie! Am, nam, 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 oh, nam, 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 nam. Und jetzt hat sie sich gefangen. Sie ist auch, wenn du die Instagram-Stories verfolgst, sehr verliebt. Und ja, ein harmonisches Pärchen. Ist halt, man merkt halt, sie hat halt extremen Antrieb durch ihren Partner. Es gibt auch Partner, jetzt nicht auf Lea oder Co. bezogen, die ziehen sich gleichzeitig nur nach unten. Oder bemitleiden sich. Und dann gibt es halt Pärchen, die pushen sich. Was halt sehr selten ist. Da kann man echt Glück haben, wenn man so eine Beziehung hat. Oder man kauft sich einfach einen Hund. Und dann hat man immer Glück. So. Oh, das schmeckt heute. Das Monster schmeckt, muss ich sagen. Sehr schön. So, oder man kauft sich einen Hund. Und jetzt kommen wir zum Fit auf 4 Beinen Krafttraining mit einem Hund. Was jetzt liegt, hast du nicht verraten. Weiß ich nicht, habe ich doch gesagt. Ich weiß gar nicht, was Lea wiegt. Das ist recherchiert, deswegen ist auch Kanikus erfolgreicher als du. Ja, deswegen werden die auch immer erfolgreicher sein, weil sie einfach Leute mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hey, das könnte faschistisch sein. Oder sehr Duktus angehangen. Es stand auch nicht in der Story, also ich habe das jetzt in der Story nicht rausgehört, was sie jetzt wiegt. Ihr könnt ja mal drunter spritzen, was Lea. Selbst wenn sie 100 Kilo wiegt, ist das krass. Selbst wenn sie nur 40 Kilo wiegt. Es geht eigentlich nur in erster Linie darum, wie sie vorher aussah. Nein, ich weiß, dass Lea relativ schwer ist. Ich glaube, die hat irgendwas zwischen 65 und 75 Kilo. Tendenz nach oben. Kann schon sein. Also mich interessiert ja nicht das Gewicht. Seid doch nicht immer so oberflächlich. Wir schauen das ist halt nichts mit Oberflächlich zu tun. Ich will damit nur sagen, dass es auch krass sein kann. So. Weil normalerweise ist ja die Regel, eine Frau über 60 Kilo, oder 65 Kilo, Ja, es gibt auch Mädels, die wiegen über 70 und sehen gut aus. Also, je nachdem. Ja, aber ist die Ausnahme. Ja. Du hast mir auch nicht geglaubt, dass Anni so viel wiegt. Anni hat auch ihre 70 knapp. Und Anni ist auch unstabil. Ja. Na, das ist krass. Ja. Anni ist auch. Also das ist schlank, sportlich. Anni, schreib mal rein, was wiegst du? Jetzt fragt also, weil Frau du nicht. Ich kann dir bestätigen, dass Anni mega die athletische Figur hat, deswegen ist es halt. Wir hatten ja auch, wenn Anni ihr Schatten, wenn Anni Schatten wirft, dann denkt man, was kommt da für ein krasser Typ ins Studio. Ja, bei mir ist der gegenteilig. Die Leute im Fitnessstudio denken ja immer, ich wiege zwischen 100 und also zwischen 90 und 100 Kilo. Und ich wiege ja irgendwas immer zwischen 80 und 90. Was rauchen die? Haben die Gras geraucht? Ja, tatsächlich. Ja, junge kleiner Wichser. Dabei habe ich nur XS an und die Bandagen auch. Das schnürt immer so ab, dass es dann aussieht, als hätte ich einen 44er Arm. Nee, Quatsch. Nein, Mania ist schon ein kleines Biest. So.
Auch weil er nicht trainiert, ist er ein harter Typ. So, nein, Spaß. Ja, das letzte Video jetzt. Wir sind gerade mal bei 60 Minuten. Ich glaube, heute sind wir richtig gut dran. Aber sorry, ich muss es etwas schneller machen, weil ich glaube, ich gehe mir danach nochmal schön einen abwählen und baden. Erkältungsbad. So, jetzt kommen wir noch zu den wunderschönen Hunden. Zusammen Sport machen. In Achim nennt sich der Spaß Fit mit Bella und wird seit 2016 von Fitnesstrainerin Jane. Aber ihre Herrchen sind nicht fit. Auch Hunde, genau wie wir Menschen, sind Bewegungstiere. Die brauchen Bewegung. Und da reicht halt ein normaler Gassigang eigentlich für gar keinen Hund aus. Also da würde ich wirklich sagen, auch der kleinste Hund und auch alte Hunde, natürlich immer angepasst ans Alter und irgendwelchen Handicaps, die sie haben. Aber jeder Hund sollte ausreichend Bewegung bekommen. Der heutige Kurs heißt ist eine Mischung aus Walken und Gymnastik. Der Schwierigkeitsgrad der Übungen hängt dabei auch gerne mal von der Größe des Vierbeiners ab. Aber es Also das Video zeigt mir eigentlich nur, dass die Hunde übelst fit sind und die Herrchen einfach nur nicht fit sind. Ja, genau. Und dass das eigentlich solche Möchtegern-Typen sind, die einmal im Monat irgendwas machen und rühmen sich damit. Ja, ich habe aber draufgeklickt, weil ich Hunde mag. Deswegen. Nur wegen den Hunden. Ja. Ich bin enttäuscht von euch, Leute. Ich bin enttäuscht von euch Hunden, Hundebesitzer. Oh, jetzt haben wir nochmal die. Ja, richtig enttäuscht, Alter. Oh, komm, wir machen mal. Kennst du nicht diese Leute? So, oh, du hast es mal wieder ins Fitti geschafft. Ja, ja. Okay, Harald, dann bis in 4 Wochen. Jo, mach's gut, Walter. Denk mir nur, Junge, komm doch gar nicht. Ja, komm doch in den Garten, wir müssen reden. Wollen wir nochmal schnell das Dings zeigen, hier meine Bewerbung? Nochmal ganz kurz hier, warte mal, meine Videos. Komm, wir hauen's mal raus. Also ja, ich zeige euch jetzt nicht das Komplette. Ich muss auch die zweite Bewerbung zeigen, nicht die erste, weil die zweite ist die vollwertige. Ich muss den Upload zeigen, damit ich verfolgen kann, ob das schon geklickt wurde. Und es haben schon zwei Sektologen drüber geguckt. Warte mal, ich habe hier mit der Schaukel ganz normal gestartet. Ich zeige euch mal nur den Anfang. Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass Flexi damit den Job kriegen wird. Ja, sicher, ey. So. Einen schönen guten Tag an Larissa, Danny, Murat, Philipp und Richie und vielleicht Matthias. Ich bin der Flexi, bin 33 Jahre alt und mein Stuhl klebt. Jo, ich glaub, das war ich, Flexi. Ey, Phil, Treppe runter und rechts, da ist die Toilette. Die Tür ging nicht auf. Ey, ich wohne alleine, Phil. Wie sollte die Tür nicht aufgehen? Ja, da stand Push drauf, aber heute ist doch Pulltag, oder? Oh, ey, Phil, es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, das ist der Anfang, direkt von der Show. Junge, der ist echt gut, oder Scheiß? Dann habe ich jetzt hier noch... das kann ich aber gerade zeigen. Das war mein Video, was ich vom FitX... Ja, das hast du auch gut gemacht. Das habe ich vom FitX gedreht. Moment, wann geht's los? Das war doch, wo du die große Zehe verloren hast, weil die abgefroren ist, ne? Nee, das war wahrscheinlich, wo ich mir die Erkältung eingefangen habe, wo ich schon gesagt habe, scheiße, ich stand viel zu lange in der Kälte. Wie hast du das überhaupt gedreht? Man erzählt dich doch rum in der Szene, du bist längsschnittsgelähmt. Ja, pass auf, ich habe auch einen Rollstuhl. Den trage ich immer bis nach Hause. So. Pass auf. Moment, von Anfang an natürlich. So. Es ist auf Nightcall angelehnt, also das Lied. Alter, sie hat extra die schwulste Hose gesucht. Natürlich. Ja. Ja. Nee, ich bin gerade in FitX. In FitX. Psst. Ja, was heißt Stepper auf dem Fahrrad? Und geht ganz schön auf die Lunge. Also das Trainingsprogramm ist ganz schön schraff von Erdem. Ja, viele Wiederholungen. Mit wenig Gewicht. Genau. So trainiert Erdem. Und er hat immer einen Rucksack auf. Ja, hat er auch. Wie, es läuft keine Musik? Warum läuft keine Musik? Die machen auch mal Pause, die Lautsprecher. Vielleicht sind die müde. Ja, ich habe auch aufgehört zu rauchen. Ey, komm. Ja. Im Livestream rauche ich auch nicht. Wer raucht, weißt du auch auf YouTube, wer raucht denn schon im Livestream? Das habe ich auch Matthias Clemens angelehnt. Was macht keiner? Ehrlich? Oh, hätte man gar nicht gedacht. Weil Matthias sagt immer, du wirst mich wieder treuen, fick dich. Ey, wisst ihr, wie die Leute mich angeguckt haben, weil ich einen Rucksack auf habe und einfach nur übelst geil intelligent bin? Die kennen das nicht. Ja, ach. Du bist ein Lügner. Du,
Ja, und dann kommt jetzt am Ende noch dieses. Und dann ist es dann auch zu Ende. Das habe ich dann eigentlich nur geschnitten. Und dann habe ich noch ein bisschen sowas erzählt, was ist unsere Werbung. Oh, wir können, ich kann ja schon mal meinen Streaming-Raum zeigen. Ja. Moment. Haben die Leute auch noch nicht so gesehen. Was bei mir entsteht, dann wissen nicht, was sie. So, warte. Jetzt hört ihr mich wieder doppelt lauern. Hattest ja du eigentlich viel Schwanz in der Zeit in dem Mund oder war das noch zu verkraften? Inwiefern viel Schwanz? Ach, dann hat sich das erledigt. Was meinst du? Sag doch mal. Meinst du, ob ich gelutscht habe? Ja, ja. Na, was soll ich denn lutschen? Ach, du bist doch nur neidisch. Dir lasse ich kein. Ich habe schon. Ich habe es Manuel noch nicht gesagt, aber Manuel lasse ich, wenn es klappt, keinen Booster zu kommen. Weißt du, was ich dir schicke? Den Evolution. Du kriegst ja Jahresvorrat Evolution. Und Anni kriegt den Kickdown 2.0. Und du kriegst dann noch so Sinnlos-Produkte, die du hast. Ashwagandha zum Beispiel. Alles, was du nicht nimmst, lasse ich dir dazukommen. Wenn der Erdem da so viel verdient, dass er sich einen 8,50 leisten kann, dann kannst du dir eigentlich Thüringen kaufen mit deinem Zeckgehalt. Ja, das war gut. Wir schauen mal, was rumkommt. Ja, wie gesagt, zweimal haben sie schon drüber gelunzt. Da habt ihr gesehen, was ich hier gedreht habe. Und wie alt ich auch bin. Also, die meisten schätzen mich immer, ich bin mindestens 16, wenn ich rasiert bin. Oh, ich muss das Video noch liken. So, ja, selbst wenn du sagst 33, ich kenne einen Arbeitskollegen, der ist 33, der ist sowas von mit Autorität gesegnet im Vergleich zu dir, ne? Nee, natürlich, aber ich bin auch ein Macher, Manuel. Ein Macher. Viele nehmen sich das hier nicht zu persönlich. Also zu persönlich, zu ernst, meine ich. Ja, guck mich an. Ja, aber, und es sind auch, es gibt auch genügend Leute, die hängen geblieben sind ab der 8. Klasse. Die immer noch genauso sind. Ja, guck mich an. Man müsste immer. Ja, ne, bei dir weiß ich zum Beispiel gar nichts. Nee, dass ich geistig behindert bin, Alter, und dass ich eigentlich eine Empfehlung hatte zum Vogelhäuser zusammennageln, aber lieber geklebt habe. Spaß. Er hat lieber die Vogelhäuser zusammengeklebt. Ein Spaß. Mit Tesafilm. Und dann haben die gesagt, sie sind was Besonderes, sie dürfen doch zur Realschule gehen. Hat meine Mama auch immer gesagt, ja. Und dann habe ich meinen Realschullehrer den Blowjob verweigert und ja. Guckt mich an in meinem neuen schönen Leben. Seitdem ist er bei Scientology auf den YouTube-Kanal zu sehen. Hey, du hast immerhin hast du es jetzt so etwas geschafft. Auch wenn dich niemand kennt und weiß, wie du aussiehst, jeder kennt deine Stimme. Also ist 600 richtig. Leute mindestens. Du musst dir mal vorstellen, 600 Leute schauen, hören. Aber, und lauschen. Das ist ja auch das Ding. Ich muss ja zwangsläufig mit Scientology erfolgreich werden. Ah, oh, jetzt bauen wir wieder in meinem realistischen Beruf hassen mich die Leute einfach viel zu sehr. Ja. Das ist ja wirklich phänomenal krass, wie sehr ich da gehasst werde. Verständlich, also ist ja normal. Ich muss mal, erzähl ruhig, ich muss mal abnehmen. Und die Leute machen sich einfach keinerlei Gedanken, dass ich sie auch hassen würde, weil die einfach so grenzenlos fett sind. Ach, meine Güte. Hast du noch irgendetwas, was wir heute noch erwähnen könnten? Mir juckt der Sack, wollte ich noch sagen. Oh, der juckt heute, aber ich muss mal waschen gehen. Oh, so. Also ja, das ist mal ganz schwierig, so von Höckchen auf Stöckchen zu kommen. Ne? Ich hatte die Woche auf jeden Fall eine Menge interessante Gespräche. Danke. Ja. Das ist situationsabhängig, ne? Das ist wie im Livestream, da flowst du einfach durch. Wir hatten jetzt hier eine sehr angenehme Show. Ich gucke gerade der zugeknöpften Johanna auf die Handtücher. Haare. Und ja. Wenn du ein Thema anrasierst, bin ich bereit dafür. Ansonsten würde ich gerne, dass du das Outro startest und wir noch gemeinsam eine rauchen. Du mit deinen Witzen, die nicht lustig sind, mit deinen Outro-Witzen. Manchmal hasse ich dich. Oder manchmal höre ich die Show danach und denke mir, der Wichser, will mich schon wieder treuen. Der weiß ganz genau, dass ich nach links und nach rechts gucke und nicht konzentriert bin und einfach hoffe, er sagt was Richtiges zu den Videos und ärgert mich damit und lässt mich wieder wie so ein Spassi dastehen. Da denke ich mir mal, dieser kleine Wichser. Irgendwann lege ich dir mal einen Schwanz in den Mund. Du Wichskopf. Nee, ist doch okay. Ist doch okay. Wir verarschen uns gegenseitig. Wo ich im Urlaub war neulich, hat mir am Vortag, bevor mein Urlaub endete, ein Arbeitskollege ein Bild geschickt, wie so eine Alte kräftig deftig in den Anus gebumst wird und hat mein Gesicht eingefügt und hat gesagt, guck mal, so geht's hier morgen wieder. Das war richtig herrlich, Alter. Da hätte ich natürlich noch mehr Bock zu kommen. Die Idee hatte ich auch gestern. Da habe ich mit meinen Kollegen gequatscht gehabt und wir haben so einen anderen Kollegen, der tut immer so auf, wir sagen mal, er ist ein Homo, er ist ein Homosexueller oder sagen wir mal Homo.
Und er hat sich da immer so ein bisschen, und da habe ich auch gesagt, ey, lass doch, hast du noch Bilder von ihm? Weil die kannten sich von früher schon. So, dann nehmen wir Bilder aus seiner Jugendzeit und fügen so richtig schwarze Dominator ein, die ihn von hinten durchnostern. Und das schickt man dann einfach rum. Ah, ja, musste ich mal machen. Der Verrückte hat mich vor kurzem angerufen. Und der hat bei seiner Wohnungsgesellschaft nachgefragt, dadurch, dass er jetzt in Kurzarbeit ist und nur noch knappe 1600 Euro verdient. Oh. Was definitiv Überbezahlung für den ist, weil er halt der talentfreiste Typ der Welt ist. Den ist anderen, einzigen Talentfreien, den ich noch kenne, der ist bei der Bundeswehr und ja, da ist es halt, fällt das nicht so ins Gewicht, wenn der halt zu viel verdient für seine nicht vorhandenen Skills. Kenntnisse. Na, ist ja auch egal, der hat da versucht, seine Kaltmiete zu drücken, dann haben die natürlich ausgelacht und meinten dann, er sollte mal bei der Stadt nachfragen. Und dann hat er mich dazu im Rat gefragt, ob das dann realistisch wäre, dass er von der Gemeinde unterstützt wird in seiner Not. Oh Gott. Alter Schwede, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wo mit siehst 1600 du den Euro? Ja. In der Ritze von seinen Eltern. In 10 Jahren? Ist ja klar. Nee, früher. Also falls ich jetzt hier unsere Podcast-Zuschauer wieder fragen, was meint er mit Ritze? Ja, ich meine dann, dass er zwischen seinen Eltern in der Ritze pennt. In der Ritze pennt? Ja. So. Also ich bin raus, also ich bin durch. Ich bin froh, wenn ich das nachher gecuttet noch habe. Schnell fix, was heißt cutten, bearbeitet habe, auf Podcast-Blubs hochgeladen. Und dann werde ich mir heute einen schönen, chilligen machen und ein bisschen was zocken. Habe ich mir heute so vorgenommen. Und du? Sehr nett. Ich werde meine 3 Bier von gestern ausschwitzen, indem ich jetzt eine Runde Kniebeugen gehe. Oh, ist das ekelhaft. Gehst du an die Multipresse? So wie du aussiehst, trainierst du doch an der Multipresse. Warte, ich überlege gerade. Hast du lange gebraucht für die Antwort? Ich hab so eine umgekehrte Hackenschmidt-Maschine, um dass ich den Arsch mehr rausstrecken kann, wenn ich die Bauchspannung aufgebe. Oh Gott, lass mal lieber sein, das Thema. So, Fitness-Tipps kommen hier eh nicht gut an. So. Immer Bizeps anspannen, wenn ihr Bizeps klaut, wisst ihr Bescheid. So. Vergesst nicht, unseren Science-Trology-Memes-Kanal abzuchecken. Da kommen jeden Tag verrückte Memes von der guten Anni. Mani hat auch einen Instagram-Account. Falls ihr irgendwelche seelischen Probleme habt, schreibt ihn. Und ich bin über Science-Trology ganz normal auf Instagram. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr dicke Titten habt, dann folge ich euch zurück. Peng, peng! Und hört auf, endlich Frauen, Mädels, hört auf, uns bitte Arschbilder und Tittenbilder zu schicken. Es nimmt langsam Überhand. Bitte macht das nicht mehr. Danke. Und nur noch anfragen, wenn ihr im Radius von 100 Kilometer seid. Manchmal lohnt sich das nicht, so weit zu fahren. Oh, 500 Kilometer ist schon viel. Ich hatte früher, was heißt früher? Ja, doch früher, 10 Jahre her. Da habe ich über Online-Spiele, so MMOs, immer Mädels kennengelernt und bin dann immer irgendwann mal hingefahren. Ich war schon in Schalke, in Frankfurt, in Berlin deswegen. Zum Besuch. Also online, es war halt das neue Tinder. Jetzt gibt es Tinder, da gab es noch kein Tinder. Aber ich finde, aber wenn man dann so das rückwirken lässt, sagt man, oh nee, ey, das war eigentlich viel zu viel Zeit, nur um mal einen Abstecher zu machen. Ja, weißt du doch. Ja, und im Internet haben sie doch alle immer 10 Kilo weniger und wenn du sie besuchst, sind es 20 mehr. Ja, krass. So dieses Gefühl. Ja. Ah, vielleicht erzähle ich nochmal eine andere Story dazu. So, aber ich habe jetzt keinen Bock. Ich will einfach feppen und schlafen. Abschlussworte. Alles klar. Dann, Leute, lauscht unserem Outro. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Danke, du Spacken. Du machst. Nein, du machst das Outro. Ich will Stripper-Maniel als Outro. Ich schicke dir das Bild, wie ich hier in den Arsch penetriert wird. Oh, ja, können wir das zeigen? Wenn wir noch eine Maske über dein Gesicht machen? Dann ja. Okay. Ja, dann mach mal. Alles klar. Alles klar. Okay, Leute, wir sind raus. Mit Applaus. Abonniert uns. Und Leute, nicht fett werden. Peace. Tschüss.